Sehr geehrte Staatssekretärin Mertens, sehr geehrter Präsident der Sächsischen Akademie der Wissenschaften, Professor Wiesmith, liebe Mitwirkende an der Tagung Erinnerungskultur digital. Nach dem gestrigen Tagungsauftakt in der Frauenkirche begrüße ich Sie nun alle ganz herzlich im Klemperer-Saal unserer Sächsischen Landesbibliothek, Staats- und Universitätsbibliothek Dresden. Dieser Saal erinnert an die Familien Klemperer, an den Bankier Viktor Klemperer von Klemenau, dessen wertvolle Büchersammlung unser Haus 1991 an die Familie restituiert hat, und an den Dresdner Hochschullehrer Viktor Klemperer und seine Frau Hartwig, deren schriftliche Nachlässe hier an unserer SLUB Dresden aufbewahrt werden. Im Jahre 1995 wurden Auszüge aus Viktor Klemperers Tagebüchern in den Dresdner Heften veröffentlicht. Es freut mich, dass die Herausgeberriege dieser Reihe, Hans-Peter Lühr, Justus Ulbricht und Caroline Förster, heute zugegen sind und ich sie ebenfalls herzlich begrüßen darf. Die Veröffentlichung von Viktor Klemperers Tagebüchern folgte im Grunde genommen ein unvergleichlicher Anschub für die Erinnerungskultur in Deutschland und in Europa. Erinnern, um zu verstehen, was geschehen ist. Dies konnte man in den Tagebüchern Viktor Klemperers besonders anschaulich lernen. Es scheint mir also eine besonders gute Fügung zu sein, dass unsere Tagung Erinnerungskultur digital heute hier im Klemperer Saal eröffnet wird. Viktor Klemperer hatte seine Alltagsbeobachtungen in unzähligen Notizheften aufgeschrieben, die er vor den Nazis verstecken musste. Seine Frau Hartwig übergab den schriftlichen Nachlass ihres Mannes nach seinem Tod unserer Bibliothek zur dauerhaften Aufbewahrung. In jahrelanger Arbeit wurden die Notizbücher abgeschrieben, editiert und schlussendlich veröffentlicht und haben so den Weg in die Welt gefunden und unser aller Geschichtsbild enorm mitgeprägt. Klemperers Tagebücher zeigen aber auch, wie unverzichtbar Erinnerungen sind für jeden Einzelnen, aber eben auch für Institutionen wie unsere Bibliothek, die mit den Nürnberger Gesetzen Viktor Klemperer den verboten hatte, seinen geliebten Lesesaal in der Sächsischen Landesbibliothek im Japanischen Palais zu betreten. Erinnerungen sind unverzichtbar. Ebenso unverzichtbar ist es, dass diesen Erinnerungen im öffentlichen Raum Gehör und auch Präsenz verschafft. In ihrer gestrigen Videobotschaft sagte Claudia Roth, die Digitalisierung sei ein Katalysator für die Erinnerungskultur. Und meines Erachtens ist es vor diesem Hintergrund angesichts der sich dynamisch verändernden Kommunikationsformen dringend geboten, in einen intensiven Diskurs über Chancen, Perspektiven und Herausforderungen der Erinnerungskultur unter den Bedingungen der Digitalität und Digitalisierung einzusteigen. Und ihr zahlreiches Erscheinen zeigt, dass wir offenbar mit dieser Tagung einen Nerv getroffen haben und diese Themen eben auch aktuell sie bewegen. Diese Tagung ist der intensiven und konstruktiven Kooperation von zahlreichen Einrichtungen zu verdanken. Aber es braucht, wie so oft, eine Art Spiritus Rector, der die Fäden zusammenhält und ein solches Unterfangen vorantreibt. Und so gilt mein besonderer Dank Professor Dr. Thomas Bürger, der in seiner Amtszeit als Generaldirektor dieses Hauses sich enorm stark für die Digitalisierung historischer Quellen engagiert hat und dem es immer ein Anliegen war, dass dieses digitalisierte Wissen dort ankommt, wo es benötigt wird. Und heute engagiert er sich ehrenamtlich in der Sächsischen Bibliotheksgesellschaft und wir danken ihm alle ganz herzlich für das Gelingen und für das Vorantreiben dieser Tagung. Ich danke den befreundeten Institutionen und Initiativen, die mit großem Einsatz und Engagement diese Tagung von Anfang an unterstützt haben und mitgestaltet haben. Namentlich der Sächsischen Landeszentrale für politische Bildung und ihrem Direktor Dr. Roland Löffler, der sich auch für die Publikation dieser Tagung engagieren möchte. Der Stiftung Sächsische Gedenkstätten zur Erinnerung an die Opfer politischer Gewaltherrschaft und ihrem Geschäftsführer, Dr. Pieper,
und seinem Vertreter Herrn Sven Riesel. Der Stiftung Frauenkirche Dresden und ihrem Referenten für Friedensarbeit Herrn Andreas Dietrich. Dem Team des Lehrstuhls für Didaktik der Geschichte der Technischen Universität Dresden, Herrn Dr. Frank Pritsche, Herrn Matthias Herrmann und Herrn Martin Reimer. Zudem Herrn Tobias Klei von der Brücke-Most-Stiftung, die in diesem Jahr auf 25 Jahre Bildungsengagement für Sachsen und Tschechien zurückschauen kann, sowie den Sprecherinnen der Sächsischen Landesarbeitsgemeinschaft Auseinandersetzung mit dem Nationalsozialismus. Neben Tobias Klei sind das Dieter Geitsch und Anna Schüller. Ganz besonders danke ich dem Sächsischen Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, Europa und Gleichstellung, insbesondere Ihnen, Frau Dr. Mertens, Herrn Referatsleiter, Herrn Schönfelder und Frau Claudia Worch. Ihr Ministerium fördert Orte der Demokratie in Sachsen, zu denen, und das sagen wir ganz selbstbewusst, auch Bibliotheken gehören. Und so haben Sie die Sächsische Bibliotheksgesellschaft mit der Organisation dieser kooperativen Tagung beauftragt. Und dafür sind wir Ihnen ganz besonders zu Dank verpflichtet. Bitte richten Sie auch gern der Staatsministerin Mayer unseren herzlichen Dank für die Ausrichtung dieser Tagung aus. Der Sächsischen Bibliotheksgesellschaft als unserer Fördergesellschaft haben wir natürlich unsere Räumlichkeiten sehr gern für diese Tagung zur Verfügung gestellt. Und ich hoffe, Sie fühlen sich sehr wohl in unseren Räumlichkeiten, auch wenn die Baustelle natürlich den Eindruck noch ein wenig schmälert. Aber umso schöner wird sie dann erstrahlen, dieser Ort, wenn er wieder fertiggestellt ist. Danken möchte ich aber auch ganz besonders meinen Kolleginnen und Kollegen im eigenen Haus, die in den letzten Monaten auch wirklich intensiv an der Vorbereitung dieser Tagung mitgewirkt haben. Meiner Vertreterin, Frau Dr. Mayer, Martin Munke, Dr. Konstantin Herrmann, Julia Flade, Henriette Mehn und natürlich auch dem technischen Dienst unseres Hauses. Zum Schluss der Dankesworte möchte ich aber vor allen Dingen Ihnen, den Teilnehmenden, an dieser Tagung danken. Über die Tage haben sich 120 Personen aus fast 70 Institutionen und Einrichtungen angemeldet. Und sie kommen zu uns, um gemeinsam Wege der Digitalität, der Erinnerungskultur zu diskutieren und diese Themen voranzutreiben. Grüßen möchte ich an dieser Stelle auch die Teilnehmenden im Livestream und auch in den Chats, die auch eben entsprechend der Thematik sich online mit uns verbinden. Ich wünsche Ihnen, ich wünsche uns allen eine vielfältig interessierte und interessante Tagung, besondere Impulse, konstruktive und produktive Diskussionen sowie natürlich gute Tagungsergebnisse, die anschließend auch nachhaltig ihre Wirkung erzeugen. Und nun darf ich Sie, liebe Frau Dr. Mertens, um Ihr Grußwort bitten. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, liebe Frau Stumpf, lieber Herr Bürger, lieber Markus Pieper, liebe Kolleginnen und Kollegen, Dozentinnen, Anwesende, die herzlichen Grüße von Katja Mayer, die heute nicht hier sein kann, überbringe ich Ihnen gern und spreche einen Moment. Als ich da gesessen habe, vorhin und gerade wieder, habe ich mir dieses Bild angeschaut und ich kann doch nicht umhin, darauf einzugehen. Finden Sie den Fehler. Die, die erinnern, wie diese Geschichte zu dieser Tagung angefangen hat, und das sind nur drei Personen und nur eine davon ist im Saal, und das bin ich, finden ihn sofort. Auf dem Phone, liest man die Geschichte hinter den Stolpersteinen. Das Bild, das Sie sehen, sind keine Stolpersteine, sondern das Holocaust-Denkmal in Berlin. Die beiden Dinge haben nichts miteinander zu tun. Ich möchte in keiner Weise die Mühen in Frage stellen und die Gedanken, die zu diesem Bild und zu dieser Tagung geführt haben. Aber es ist so ein kleiner Moment, wo wir uns gegenwärtig machen können, was Erinnern und wirklich Erinnern bedeuten kann. Ich erzähle Ihnen die Geschichte. Ich war 2 Wochen im Amt, das heißt, es war im Januar
2020, da kam Erik Hattke zu mir. Und Erik Hattke stellte mir ein Projekt vor. Digitale Stolpersteine in ganz Europa. Kosten zwischen 100.000 und 300.000 Euro. Ich fand es ein großartiges Projekt. Ich hätte es gerne unterstützt. Aber wir waren neu im Amt und ich hatte weder Geld, noch hatte ich eine Förderrichtlinie, noch hatte ich ein Fachreferat, das sich darum hätte kümmern können. Es wurde viel darüber gesprochen, es wurden Anfänge gemacht. Am Ende wissen wir, dieses Projekt ist nicht zustande gekommen. Und das war der Anfang, der Grundgedanke für diese Tagung. Eine Erinnerung, wie gesagt, die nur wenige teilen. Und im Laufe der Zeit ist der Anfang verloren gegangen. Übrig geblieben ist das Bild auf dem iPhone, was nichts mit dem Bild dahinter zu tun hat. Aber so ist es mit Erinnerungen. So wird es auch sein mit den Erinnerungen an gestern Abend. Ich war leider nicht dabei. Ich habe weder die Videobotschaft gesehen, noch konnte ich Ihrer Debatte folgen und dem Ringen um die Frage, was ist das eigentlich, Erinnerungskultur? Ich hoffe, Sie haben auch die Frage diskutiert, ist es der richtige Begriff, Erinnerungskultur? Wir werden uns wahrscheinlich außerhalb der Anwesenden nicht daran erinnern. Es sei denn, diese Tagung führt bis zum Samstag und darüber hinaus zu Gedanken, die die Tagung als Ort wichtiger Erkenntnis über die Teilnehmenden hinaus in ein kollektives Gedächtnis einbringen. Vielleicht durch einen Band, vielleicht durch Ihre Erzählungen. Und auch dann kann ich mich an den gestrigen Abend irgendwann erinnern. Mit Ihnen zusammen im Rahmen eines kollektiven Gedächtnisses. Bisher aber, weil die Geschichte ist noch nicht zu Ende geschrieben und es wird Ihnen und Ihren Fähigkeiten überlassen sein, diese Tagung ein solches Gewicht zu geben und dem Tagungsband ein solches Gewicht zu geben, dass sie als Startpunkt, als wesentliches Ereignis in eine kollektive Erinnerung eingeht. Ich möchte von einem anderen Erinnern berichten, das mich gerade sehr beschäftigt und was ganz aktuell die Frage nach Erinnern, nach dem richtigen Erinnern stellt, um dann vielleicht auch die Frage zu stellen, an welcher Stelle gehen wir über in digitales Erinnern oder welche Rolle spielt das? Am Montag wurden Kränze in der Rosengasse in Dresden niedergelegt. Menschen haben sich erinnert. Vor 2 Jahren starb dort ein Mann. Er wurde erstochen. Er war mit seinem Mann dort unterwegs. Der Täter war ein muslimischer bekannter Straftäter, der gerade aus der Haft entlassen war. Seit diesem Tag gibt es ein Ringen darum, woran wir erinnern dürfen oder sollen. Im letzten Jahr gab es ein großes Erinnern der queeren Community gegen den Wunsch des überlebenden Partners, der sich gar nicht geäußert hatte, der in den ersten Vernehmungen gesagt hatte, wir waren nicht als schwules Paar zu erkennen. Der Strafprozess zeigt uns, dass der Täter jede Homofeindlichkeit leugnet. Ihm ging es nur um die Ablehnung der westlichen Welt als solche. Es wäre egal gewesen oder es war egal, wer das Opfer ist. Und dennoch ringen wir. Ist es richtig, an eine homofeindliche Tat zu erinnern? Folgen wir dem Wunsch des Überlebenden, der sagt, erinnern Sie an die Gefahr für die Demokratie und den Rechtsstaat? An die Gefahr von Terrorismus in unserer Gesellschaft? Dann können Sie erinnern und können auch diesen Ort benutzen. Ich werde nie zurückkommen. Für mich ist es kein Erinnerungsort. Ich werde an Ihrem Erinnern nicht teilhaben. Und schon gar nicht, wenn Sie diesen Ort oder diesen Tag mit homofeindlicher Gewalt in Verbindung bringen. Eine schwierige Situation für das Erinnern. Es wird noch eine Weile dauern,
bis wir wissen, was wir am 4. Oktober zu erinnern haben. Oder ob wir diesen Tag weiter erinnern in Dresden, ob dieser Tag in unser kollektives Gedächtnis eingeht, in unsere Erinnerungskultur, oder ob er das nicht sein wird. Und dieses Ringen hat uns an vielen Stellen, uns als Gesellschaft und jeden Einzelnen, immer wieder beschäftigt. Dieses Ringen, woran sollen wir erinnern? Was dürfen wir vergessen? Was dürfen wir nicht vergessen? Und diese Frage spaltet unsere Gesellschaft. Rechte und rechtsextreme Personen, Organisationen verweigern sich dem Erinnern. Es ist einer ihrer wichtigen Slogans, ihrer wichtigen Grundsätze. Ich bin Jahrgang 76, ich muss gar nichts. Ich bin nicht schuld. Ich habe keine Verantwortung. Das heißt, die Frage des Erinnerns ist eine hochpolitische. Das wissen Sie, deswegen sind wir hier, deswegen bin ich hier. Aber es ist eine schwierige, hochpolitische Frage. Und das ist sie schon immer. Und schon viel länger, als es den Begriff Erinnerungskultur gibt. Die Dresdnerinnen und Dresdner unter Ihnen und auch vielleicht manche andere sind den Gemälden Caspar Davids Friedrich verpflichtet oder können sich erinnern. Und vielleicht haben Sie im Moment ein Bild vom Mann am Kreidefelsen. Der trägt so einen komischen Hut, einen altdeutschen Hut. Der altdeutsche Hut war zu den Zeiten Caspar David Friedrichs verboten. Der altdeutsche Hut war ein politisches Symbol für die deutsche Einheit, die es damals noch nicht gab, für den Kampf um eine deutsche Einheit. Das Bild Caspar David Friedrichs, das wir in den Galerien hängen, ist ein politisches Plakat. Ein politisches Symbol, das uns erinnern kann, das damals schon erinnerte. Nur ist diese Erinnerung in diesem speziellen Falle für die meisten verloren gegangen. Wir stehen hier heute in diesem Saal und Sie, Frau Stumm, haben es gesagt, wo könnte es besser sein, sich zu erinnern? Wer, wenn nicht Viktor Klemperer, hat uns etwas mitgegeben, um uns an die Zeit des Nationalsozialismus zu erinnern? Worte, Analoges. Viktor Klemperer war selbst ein sehr analoger Mensch, auch der Vergangenheit gern verhaftet. Es gibt so eine schöne Geschichte, dass er sich beschwert über die Einführung des Farbfilms. Für ihn waren Schwarz-Weiß-Fotos das Richtige. Da waren die Menschen authentisch zu sehen, im Farbfilm, auf Farbfotos, das war ja damals wirklich auch noch sehr neu, sehen sie alle aus wie Wachsfiguren. Ein erstaunliches Phänomen, dass uns das Bekannte, das Gewohnte, als das Richtige erscheint und das Neue, was an sich der Realität näher ist, als falsch. So stark sind Gewohnheit, sind Wissen um und erlerntes Wissen um die Abbildung der Realität. Und wenn wir über Erinnerungskultur sprechen, über Digitalisierung, dann sprechen wir auch ein Stück über Abbildung von Realität, von vergangener Realität, von Umformung. Zumindest dann, wenn wir nicht nur über die Archive sprechen, sondern über Handhabbare, über neue Medien, über Lehrmittel, über Spiele, die auf virtuelle Weise, auf künstliche Weise doch versuchen, Erinnerungen an eine vergangene Realität neu aufzuheben. Vielleicht haben wir uns auch lange schwer getan mit Digitalisierung, so wie Viktor Klemperer sich schwer getan hat mit dem Farbfilm.
Denn Digitalisierung ist erstmal oder war lange eine Verlusterzählung, eine Mangelerzählung. Es gibt so vieles, was dadurch verschwindet. Begegnung, Gemeinschaft, Präzision, Wissenschaftlichkeit. Und es ist nicht so einfach, Digitalisierung wieder zu erzählen als große Bereicherung für Wissenschaft, für Pädagogik, für Erinnern. Inzwischen ist die Frage relativ eindeutig beantwortet und Digitalisierung zeigt in die Zukunft. Auch wenn ich mir manchmal die Frage stelle, ob der große Wunsch, sich draußen zu versammeln, vielleicht auch mit dem Mangel an anderen Versammlungsmöglichkeiten zu tun hat. Aber inzwischen interessieren wir uns dafür, die Gegenstände der Vergangenheit mit den Mitteln der Digitalisierung noch besser zu vermitteln und aufbreiten zu können. Und wir fragen danach, mit welchen Mitteln, und Sie fragen danach, mit welchen Mitteln und Plattformen das gelingen kann. Je weniger Zeitzeugen, desto mehr Formen digitalisierter Erinnerung brauchen wir. Die Aronson-Archive haben eine Studie gemacht und haben junge Menschen gefragt, was sie bei den Vermittlungsangeboten gerne hätten, was sie vermissen. Die Antwort war unter anderem gelebte Digitalität. Und deswegen ist es gut, dass Sie hier sind und dass wir hier sind und dass Sie sich diesem Thema in dieser Intensität stellen. Wir wissen, dass es beim Thema Digitalisierung sowohl für die politische Bildungsarbeit als auch für die Medienbildung noch viel zu tun gibt. Wichtig ist, und das wissen wir auch, dass sie beide im strengen Zusammenhang gesehen werden dürfen und müssen. Die Sächsische Landeszentrale hat untersuchen lassen, wie es mit der Medienkompetenz in Sachsen aussieht. Und kam zu dem Schluss, dass gerade in den strukturschwachen Regionen im Freistaat die Medienkompetenz nur gering ausgeprägt ist und gerade, dass die ländliche Bevölkerung in Nordsachsen immer noch digital unterversorgt ist. Ist jetzt auch schon 2 Jahre her, 3 Jahre her. Oder, Herr Löffler? Letztes Jahr veröffentlicht, okay, also 2 Jahre her, dass Sie befragt waren. Und wir haben diesen Befund der mangelnden Medienkompetenz und der digitalen Unterversorgung und wir sehen zugleich, dass gerade der digitale Raum immer angespannter wird, das Diskussionsklima immer schwieriger wird. Wir sehen, wie Desinformation und Verschwörungserzählungen um sich greifen und wir sehen, wie digitale Kommunikation missbraucht wird. Desinformation und Hetze im Netz provozieren jene, die sich für die Demokratie und für die gesellschaftliche Verantwortung einsetzen. Eine lebendige demokratische Debattenkultur wird damit immer schwerer. Umso mehr noch, wenn wir uns nicht gut erinnern. Oder aber, und das wäre mir lieber, wenn wir über Geschichte wissen und unser Geschichtswissen tief in uns verankert ist. Der Begriff der Erinnerungskultur ist ein schwieriger, auch wenn er hier groß im Mittelpunkt steht, und ja auch nicht unumstritten. Denn es ist die Frage, wer erinnert sich? Wer erinnert sich an die Zeit des Nationalsozialismus? Und wenn ich Sie anschaue, würde ich sagen, niemand von Ihnen und ich auch nicht. Wir können uns nicht erinnern im eigentlichen Sinne des Wortes. Und so ist es auch nicht ungewöhnlich, dass ein Begriff wie Erinnerungskultur genau in dem Moment vor etwa 30 Jahren ins Licht der Welt kommt oder eine solche Bedeutung gewinnt, der aus dem Erinnern ein Konstrukt macht. Ich hoffe, dass wir weiter darum ringen, ob Erinnerungskultur der richtige Begriff ist und wie wir Wissenschaft, Geschichtswissenschaft, wissenschaftliches Aufbewahren
und Nichtwissenschaftliches aufbewahren, in einen Kontext bringen, der dieses Wissen in eine neue Form von Erinnerung gießt. Denn es ist ein Unterschied, ob ich mich an Erlebtes, Erfahrenes, Erlittenes erinnere oder an ein Wissen, das ich mal erworben habe. Und wenn wir heute über Erinnerungskultur, über digitale Formen sprechen und diese weiterentwickeln und uns darum bemühen, dann ist es aus meiner Sicht extrem wichtig, dass wir diese Grenze immer klar im Blick behalten. Wir können uns an Erlebtes und Erfahrenes erinnern. Und wir können uns an Wissen erinnern, Wissen wieder erinnern. An einmal Gelerntes. An einmal auch im Spiel, im Museum, in der Gedenkstätte Erlebtes erinnern. Aber nicht an das Ereignis selbst. Und an dieser Linie entlang und in dieser Herausforderung kann aus meiner Sicht und muss politische Bildung, historisch-politische Bildung, digitale historische Bildung gelingen. Dabei stellen wir uns immer der Frage, ist es in Ordnung, digital outzusourcen? Dürfen wir Erinnerung, Gedächtnis in den Server legen? Was bedeutet es, wenn wir aus der individuellen Erinnerung eine kollektive und eine digitale machen? Auch darüber werden Sie sprechen und auch darüber ist noch nicht das letzte Wort gesprochen. Die Form von Outsourcing mag man auch den Begriff nach des Servers, wo man sich bedienen lässt, als schwierig empfinden. Die Gedächtnisforschung hat aber auch gezeigt, dass es sich so einseitig denn nicht verhält. Erinnern ist ein komplexer Prozess. Und eben weil wir die Erinnerung nicht allein stemmen können, sondern nur gemeinsam, freue ich mich, dass Sie hier sind und sich der Aufgabe annehmen. Sie, Frau Stump, Herr Bürger, alle, die organisiert haben, bringen die Kooperationspartner hier zusammen. Ich danke nochmal ausdrücklich der Sächsischen Bibliotheksgesellschaft für den Austausch, für das Bemühen und das rege und nicht nachlassende Bemühen, den Austausch zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft zu organisieren. Das ist für die historisch-politische Bildung unerlässlich und ein großer Verdienst. Ich danke den Ehrenamtlichen, die mitgearbeitet haben an dieser Tagung, allen Hauptamtlichen. Und ich danke der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek für die Ausrichtung, dass sie sich dieses Themas widmen und ich hoffe, sie tun es weiter, wird uns entscheidend voranbringen, hier in Dresden und hier in Sachsen, in einem Land, in dem es noch viel zu tun gibt, Erinnerungskultur gut zu gestalten oder Erinnern gut zu gestalten und eine am besten noch größere Mehrheit in dieser Gesellschaft dabei mitzunehmen. Ich wünsche Ihnen für die Tagung alles Gute, großartige Erkenntnisse, natürlich einen Erfolg, der diese Tagung in das kollektive Gedächtnis eintreten lässt, zumindest in das Ihre und wenn es gelingt, dann auch in das Unsere. Viel Erfolg und vielen Dank. Vielen Dank, liebe Frau Dr. Mertens. Nach diesen klugen Denkanstößen und Reflexionen hätte man eigentlich richtig Lust, jetzt gleich in die Workshops einzusteigen. Geht es Ihnen wahrscheinlich auch so? Ich stehe jetzt schon hier, weil der liebe Herr Ulbricht, der gestern noch da war, heute Morgen sich positiv getestet hat und natürlich dann uns jetzt hier nicht gefährden will. Und mich in die etwas unangenehme Lage versetzt,
seinen Beitrag hier vorzulesen. Ich hatte gebeten, er möge ein paar Thesen zur Digitalisierung der Erinnerungskultur schreiben. Er hat einige Gedanken, Erinnerungskultur, Geschichtspolitik, Gedächtnistheater, Fragezeichen, geschrieben. Die will ich Ihnen vorlesen. Und dann würden anschließend Herr Pieper und ich noch etwas zu den uns erhofften Zielen dieser Tagung sagen, sodass wir dann hoffentlich doch dann bald in die Workshops auch einsteigen können. Also, der folgende Impulsvortrag verdankt sich mehreren Gesprächen zwischen Thomas Bürger und mir im Vorfeld dieser Tagung, in denen ich relativ penetrant darum geworben hatte, dass man, wenn man über Digitalisierung von Erinnerungskultur nachdenkt, vorher versucht zu skizzieren, was in Deutschland und Europa erinnerungskulturell so anliegt in naher Zukunft. Das habe ich nun davon. Ich werde allerdings nicht den Impuls nachgeben, den jüngst publizierten Essay des Philosophen Alexander Grau mit dem Titel »Das Recht auf ein analoges Leben«, »Die Digitalisierung ist eher eine Ideologie als eine Technologie«, auf unser Thema zu projizieren. Sie merken, Herr Ulbricht wollte mich ein bisschen piesacken und ich darf es jetzt vorlesen zur Belohnung. Allerdings teile ich die Skepsis anderer Kolleginnen, die erforscht haben, wie die Digitalisierung immer weiterer Lebens- und Lernbereiche einen zweiten Strukturwandel der Öffentlichkeit erzeugt hat. Dabei wächst zwar die Vielstimmigkeit und die Partizipation von Bürgerinnen im politisch-gesellschaftlichen Diskurs, Chancen zur freien Meinungsäußerung wachsen, doch bestimmte Kollateralschäden sind unübersehbar. Aus manchen Gesprächen wird Hetze, Antworten gehen in Abwertungen über, klare sachliche Positionierungen kippen um in tugendbesoffenes Raunen, was die Schriftstellerin Eva Menasse spitz und zutreffend formuliert hat. Und die Wahrheit des Gesagten wird von immer mehr Usern nicht am Inhalt der Sachaussagen oder gar der politisch-gesellschaftlichen Relevanz und Realität festgemacht, sondern daran, wer was aus welcher Blase tönen lässt. So entstehen feste Meinungswelten und Weltbild-Communities, die durch Sachkritik kaum mehr zu erreichen sind. Die Debattenkultur verfällt in Freund-Feind-Schemata und Verständigung oder gar Kompromisse werden immer schwerer möglich. Das affiziert auch, was man meist zu einfach als Erinnerungskultur bezeichnet, die ja kein Substanzbegriff ist, sondern ein Prozessgeschehen umfasst, mit dem sich soziale Gruppen, ganze Gesellschaften und Nationen darüber verständigen, wer sie sind, wer sie einmal waren, was für sie typisch und bedeutend ist und welche Idee der Zukunft sie aus der Melange von Gegenwartserfahrung und Vergangenheitsorientierung gewinnen möchte. Mithin gilt für die Erinnerungskultur, was Heinrich von Kleist etwa 1805 über die Gedanken gesagt hat, dass sie sich nämlich allmählich verfertigen würden beim Reden. Als hauptberuflich rückwärtsgewandter Prophet, sagt Ulbricht über sich, als wacher Zeitgenosse unserer Spätmoderne, als Erinnerungskulturforscher und politischer Bildner, wage ich es nunmehr, drei Aspekte des mir zugefallenen Riesenthemas knapp zu skizzieren. Dabei stelle ich in Rechnung, dass weiterhin im Zentrum der aktuellen erinnerungskulturellen Debatten die Frage Genozide und Menschheitsverbrechen im Zeitalter der Extreme, also dem 20. Jahrhundert, stehen. Eine Schwäche unserer deutschen und europäischen Erinnerungskultur könnte sein, dass wir zum einen das Wissen sowie die Deutung von älteren Jahrhunderten unserer Geschichte überwiegend Spezialistinnen diverser Disziplinen, einzelnen Institutionen oder Bestseller-Autorinnen überlassen. Und dass zweitens, wie ich meine, gerade im Umgang mit nachwachsenden Generationen die guten Geschichten allzu sehr fehlen. Das zu vertiefen aber ist heute keine Zeit. Erstens, Generationen im Abtreten oder nicht nur die Zeitzeugen verschwinden. Dass uns für das frühe und mittlere 20. Jahrhundert die Zeitzeuginnen ausgehen, wird seit Beginn der 1980er Jahre registriert und beklagt. Tatsächlich war für den Dialog zwischen den Erfahrungsgemeinschaften und Generationen die lebendige Existenz von Zeitzeugen, oftmals Überlebende des Krieges und der Lager, bereichernd, anregend und berührend. Zugleich bestand jedoch immer auch das Risiko, Zeitzeugen als Quelle zu überschätzen, was uns jedoch vom gebotenen Respekt
vor deren Lebensleistung und Schicksal nicht entbindet. Was von Zeitzeugen nun nicht digitalisiert, archiviert, filmisch und phonografisch festgehalten wurde, ist nun endgültig ins Vergessen entlassen. Doch nicht allein der Generationenzusammenhang mit Zeitzeugen löst sich auf, sondern auch der mit den ersten beiden Nachkriegsgenerationen von Historikerinnen, Publizistinnen, Künstlerinnen und Journalistinnen, die mit ihren Wortmeldungen, ihren politischen und künstlerischen Interventionen das Profil der Erinnerungskulturen mehrerer europäischer Nationen von den späten 1940er bis zu den 90er Jahren maßgeblich geprägt haben. Sie brachen das Schweigen über so manche Untat, beförderten aber ebenso die Selbstviktimisierung und den Opferdiskurs in Tätergesellschaften, brachen eben solche Haltungen später jedoch wieder auf, stritten also für die täterzentrierte Forschung, die Gründung von Gedenkstätten, die Errichtung von Denkmälern, die Einrichtung historischer Ausstellungen oder die Verlegung der legendären Stolpersteine, die wir hier nicht sehen. Und sie dominierten über mehr als drei Jahrzehnte den öffentlichen Disput um den Umgang mit der Shoah, den Staatsverbrechen des Nationalsozialismus und des real existierenden Sozialismus, ohne eine allzu platte Totalitarismus-These wieder aufzuwärmen. Dass sich etwa Jürgen Habermas immer noch zu Wort melden kann, wie jüngst im Streit in der aktuellen Dekolonialisierungsdebatte, verdankt sich seinem biblischen Alter, ist aber auch die Ausnahme. Die meisten derjenigen Autorinnen und Autoren, die in den letzten 40 Jahren die wichtigsten Beiträge zur ständigen Aktualisierung unserer Erinnerungskultur geleistet haben, sind schon verstummt oder werden uns alsbald verlassen. Die nachwachsenden Alterskohorten könnten dann diese Lücken füllen, ohne erneut in einen Schuld- oder Verantwortungszusammenhang oder die entsprechenden Emotionen zu geraten, die dann wirklich von gestern sind. Außerdem verlassen momentan tausende Lehrerinnen und Lehrer der Babyboomer-Generation unsere Schulen und nehmen ihre Art des Redens und Nachdenkens über das 20. Jahrhundert mit. Das allerdings erfreut zahlreiche Schülerinnen, denen im Umgang mit dem NS oftmals immer noch ein chronisches Schuldbewusstsein abverlangt wurde, was drei Generationen nach den Taten emotional und pädagogisch eigentlich nur nach hinten losgehen konnte. Befunde dazu liefert die jüngere empirische Bildungsforschung. Zweitens, hinterm Horizont geht's weiter oder die Pflicht zur Osterweiterung. Das Annus Mirabilis 1989 bot uns allen in West-, Mittel- und Osteuropa die Chance, den historischen Horizont zu erweitern, uns durch die erinnerungskulturellen Aktivitäten der jeweils anderen Gesellschaften inspirieren zu lassen und neue Forschungsfelder zu bestellen. Karl Schlögels, einer der Granden der Osteuropa-Forschung, wunderbares Buch Im Raum lesen wir die Zeit von 2003, verstand sich als Appell, die bisher ungenannten bekannten Räume wirklich analog zu betreten. Städte außerhalb der eigenen zu besuchen, Landschaftserfahrungen jenseits der Heimat zu machen und somit leiblich zu erfahren, was transnationale Geschichte in Europa im emphatischen Sinne des Wortes wirklich sein könnte. Eingeschoben sei die Bemerkung, dass Schlögels Titel und Haltung für uns die Frage aufwirft, welche Zeiten wir denn in digitalen Räumen lesen, eben dies aber wird uns ja heute und morgen noch beschäftigen. Die vom Osteuropa-Kenner Mischa Gabowitsch jüngst erneut erhobene Forderung nach der Osterweiterung unseres Wissens und unserer Aufmerksamkeit für die größere Seite Europas, die ebenso wie die mythische Mitte ostwärts liegt. Diese Osterweiterung also begann 1989 für viele westeuropäische und westdeutsche Wissenschaftler, Politiker und Bürgerinnen erst einmal mit der Wahrnehmung des Landes, das einmal SBZ DDR war und nun Ostdeutschland heißt. Dieser Teil unseres experimentell wiedervereinigten Landes tickt erinnerungskulturell nach wie vor anders als der Westen, was sich vor allem im öffentlichen, nicht professionellen Geschichtsbewusstsein deutlich abzeichnet. Es wird eine wichtige Aufgabe auch einer digital vernetzten gemeinsamen Erinnerungskultur werden,
dieses Ungleichgewicht anzugehen, Differenzen zu thematisieren, nicht etwa auszugleichen, vielmehr jedoch zur Sprache zu bringen, also die deutsch-deutsche Neugier aufeinander zu wecken. Doch der Blick nach Osten geht ja weiter, leider, aber ist oftmals so, dass der Westen nur dann nach Osten schaut, wenn es dort knallt, so wie leider jetzt gerade. Das Wissen um das alltägliche Leben in diesem sogenannten Osten, dessen Ausdrucksformen, Gewohnheiten, Besonderheiten und Absonderlichkeiten, bleibt bis heute viel zu sehr den Spezialistinnen und Kennern überlassen, fließt in unsere westlichen zivilgesellschaftlichen Debatten um Gedächtnis und Erinnerung immer noch zu wenig ein und nährt somit Fremdheit und Distanz zwischen europäischen Gesellschaften, die politisch und kulturell vor 1945/49 oftmals aufs Engste verbunden waren. Unser Blick nach Osten, der gerade aus deutscher Perspektive nie überheblich und belehrend sein darf, ist in jüngster Zeit wieder und auf neue Weise gefordert. Denn in nicht wenigen mittel- und osteuropäischen Gesellschaften vollzieht sich eine Renationalisierung der jeweiligen Erinnerungskultur, wird der offene, zivilgesellschaftlich fundierte demokratische Dialog über Geschichte und Erinnerung abgelöst vom Monolog der Mächtigen, also einer Geschichtspolitik von oben, die, anders als in den ersten 10 Jahren nach dem Fall der Mauer, als alte Opferheldengeschichten revitalisiert, das Opfererlebnis der dominanten nationalen Mehrheit auf Kosten der Lebenserinnerungen kleinerer sozialer Minderheiten stark macht und antiwestliche Habitusformen ebenso wie einen erstarkenden, allerdings in breiten Bevölkerungskreisen nie ganz verschwundenen Antisemitismus und Antiziganismus bedient. In Ländern wie Polen und Ungarn, ansatzweise auch in Tschechien, verändert sich die politische Kultur zu Ungunsten der Idee einer offenen demokratischen Gesellschaft und das affiziert natürlich auch die Erinnerungskultur, deren liberale Akteurinnen zunehmend unter Druck geraten. Sieht man von einigen linksfundamentalistischen Ausrutschern einmal ab, so offenbart sich aktuell in unserem eigenen Land eine neue geschichtspolitische Agenda der AfD, der Identitären, der Reichsbürger und anderer Wutbürgergruppierungen, denen es um eine Schönheitsoperation an der deutschen Nationalgeschichte geht. Manche dieser Positionen sind auch im nationalkonservativen Lager zustimmungsfähig. Dem muss man nicht panisch-alarmistisch begegnen, sondern sachlich, möglichst gelassen, aber dennoch deutlich. Und auch dieser Widerspruch kann dann digital basiert sein. Drittens, Europa, aber wo liegt es? Oder gibt es eine europäische Erinnerungskultur? Ironische Betrachter der EU und des größeren Europa meinen, dass immer dann Debatten über europäische Wertegemeinschaft oder gar eine gemeinsame europäische Erinnerungskultur einsetzen, wenn es mit der Kooperation in Politik und Wirtschaft nicht so recht klappt. In der Tat drängt sich bisweilen der Eindruck auf, dass die Europäer vor allem und ausschließlich vereint sind im Dissens. Jenseits aller Ironie aber ist es durchaus sinnvoll, über transnationale Erinnerung auch im europäischen Kontext nachzudenken und diese gegebenenfalls museal, forschungspraktisch sowie in Publizistik und Literatur dann auch zur Erscheinung zu bringen. Richtig ist, dass das Trans sich darauf bezieht, dass es Forschungsgegenstände und Themen gibt, die an den nach wie vor existenten nationalen Grenzen nicht Halt machen. Überzogen aber könnte die Hoffnung sein, dass das Denken in transnationalen Kategorien die Grenzen der Kategorie Nation selbst in Frage stellen oder gar auflösen könne. Aktuell erleben wir, wie schon erwähnt, eher die Rückkehr nationaler Denksysteme und Haltungen. Zudem sind Regionen und Nationen in ihrer Existenz immer auch Rahmungen, ganz persönliche Erinnerungen von Menschen, die ihre Zugehörigkeit nicht allein über familiäre, freundschaftliche oder regionale Bande definieren, sondern auch durch die im Pass vermerkte Zugehörigkeit zu einer Nation. Diese als Begriff wie als Sache zu dekonstruieren, gelingt leichter in Wissenschaft und dem intellektuellen Highbrow als im Alltagsbewusstsein der Bürgerinnen und Bürger. Gerade das Zeitalter der Extreme,
aber ist unbezweifelbar in der vergangenen Realgeschichte wie in der gegenwärtigen Erinnerungskultur eine in jeder Hinsicht europäische Angelegenheit. Und wenn man die aktuellen Dekolonialisierungsdiskussionen einbezieht, eine der Weltgesellschaft. Für diese Erweiterung des Blickes sind die Möglichkeiten digitaler Quellenpräsentationen und Geschichtsvermittlung gut geeignet, was jedoch die analoge Begegnung mit Menschen, Büchern, Artefakten, Kunstwerken, Stadttopografien und anderen kulturellen Zeugnissen nicht ersetzt. Was solche Informationen über die jeweils anderen weiterhin bedürfen, ist die sachliche Kontrolle im Anspruch auf nachvollziehbare, begründete Wahrheit und eine fundierte Quellenkontrolle der ausgetauschten Wissensbestände in Medien, die inzwischen nahezu allen zugänglich sind. So viele Bilder voneinander wie heute hatten wir noch nie zur Verfügung. Umso wichtiger ist und bleibt die Schärfe des Blicks und das genaue Hinsehen. Das knüpft an Ihre Reflexion über das Erinnern nach. Das aber bedeutet, dass die Erinnerungskultur jenseits nationaler Grenzen von Voraussetzungen lebt, die sie selbst nicht garantieren kann. Neugier auf das andere, Toleranz gegenüber anderen Weltbildern und politischen Optionen, Rücksicht auf Alltagsroutinen, die nicht meine sind, und schließlich die Neugier, etwas Neues zu erfahren. Der Demokratie geht es ähnlich, denn sie schafft ebenfalls solche Voraussetzungen nicht aus sich selbst, kann diese nicht garantieren, bedarf ihrer aber jeden Tag. Wenn digital gestütztes Erinnern derartige Standards einholt und weiterentwickelt, also vor allem auch ein diskursives Informationsmedium bleibt, ist viel erreicht. Wie dies in und mit digitalen Medien gelingen kann, ist eine der wichtigen Fragen, die auch bei dieser Tagung zu besprechen sind. Daher bin ich sehr gespannt auf die kommenden Diskussionen. Herr Ulbricht endet mit einem Zitat des Aufklärers Christoph Martin Wieland von 1776, Was ist Wahrheit? Anstatt miteinander zu hadern, wo die Wahrheit sei, wer sie besitze, wer sie in ihrem schönsten Lichte gesehen, die meisten, die deutlichsten Laute von ihr vernommen habe, lasst uns in Frieden zusammengehen oder, wenn wir des Gehens genug haben, unter den nächsten Baum uns setzen und einander offenherzig und unbefangen erzählen, was jeder von ihr gesehen und gehört hat oder gesehen zu haben glaubt. Das war Justus H. Ulbricht. Ihm dürfen Sie jetzt klatschen. Die Zeit ist dramatisch fortgeschritten. Deswegen gehe ich gleich zu meinem kurzen Punkt und Herrn Pieper und ich wollen kurz etwas über die Ziele der Tagung sagen, bevor wir dann wirklich in die Workshop-Arbeit einsteigen. Ja, nach diesem, wovon ich kürze mal auch ein bisschen, der verbreiteten Skepsis gegen die Digitalisierung ist meines Erachtens nur mit überzeugenden Methoden und Inhalten zu begegnen. Oder wie es gestern im Deutschlandfunk ein Journalist sagte, man darf im Internet nicht den Böswilligen zu viel Raum überlassen, Desinformation und Propaganda nicht länger so passiv hinnehmen, sondern sollte alle Möglichkeiten der Aufklärung und substanziellen Gegenwehr nutzen. In den letzten beiden Jahrzehnten ist die Digitalisierung für Kultur und Wissenschaft deutlich vorangekommen. Große Quellensammlungen, darunter viele von historisch-politischer Relevanz, sind digitalisiert worden, auch die in Sachsen. Die Deutsche Fotothek der SLUB ist ein solches Beispiel, ein digitaler Schatz, die Adressbücher, die vielen Quellensammlungen und auch das Zeitungsportal der Deutschen Digitalen Bibliothek, lieber Herr Stettler, kommt voran. Und eines Tages wird es so gut sein wie das Zeitungsportal in Den Haag oder in Wien, die schon länger sehr gut sind und die millionenfach täglich gelesen werden. Und ich wünsche mir, dass wir im Zeitungsland Nummer 1, das Deutschland in der Welt ist, eines Tages eine vollkommen durchsuchbare zeitgeschichtliches Zeitungsportal haben.
In Australien wurden Ehrenamtliche gebeten, die Quick and Dirty OCR-Transkription der australischen Zeitungen zu korrigieren. Es war schon vor 10 Jahren ein nationaler Kultursport. Die Tagessieger, die am meisten online korrigiert haben, wurden ausgezeichnet. In Arolsen werden NS-Karteien von Ehrenamtlichen weltweit transkribiert. Frau Jahns hat ja gestern Abend in der Frauenkirche darüber berichtet, dass sie das in der Corona-Zeit jeden Mittag mindestens 3 Karten transkribiert hat. Digitalisierung klug und anders organisiert, kann zu einem großen, sinnstiftenden Teilhabeprojekt eines ganzen Landes werden und auch für die Erinnerungskultur einiges in Bewegung setzen. Die Vorteile der Quellendigitalisierung liegen auf der Hand. Dauerhafte, schnelle Verfügbarkeit im Netz. Denken Sie an den Longtail-Effekt der Digitalisierung. Wie viele Broschüren lagen völlig unvergessen in dem Magazin? Sie sind plötzlich wieder präsent und können neu entdeckt werden. Der unverstellte Blick auf die digitalisierten Originale, die grenzenlose Vernetzbarkeit über Institutionen und Ländergrenzen hinweg. Aber die noch kaum ausgeschöpften, weil noch zu wenig organisierten und koordinierten Mitmachmöglichkeiten, die stehen noch immer am Anfang. Die Sächsische Bibliotheksgesellschaft als Initiatorin ist die Freundesgesellschaft der SLUB. Die SLUB treibt seit vielen Jahren, unter anderem mit dem Landesdigitalisierungsprogramm, die digitale Transformation zügig voran. Mitten in diesem digitalen Wandel befinden sich aber auch die Projekte der bürgerschaftlichen und zivilgesellschaftlichen Initiativen. So hat die SEBIG sich als ein konkretes Ziel vorgenommen, die Digitalisierung der Stolpersteine in Sachsen über die Stolpersteine Guide App zu fördern. Wie können bei Stadtrundgängen die Stolpersteine mit dem Handy eingelesen, die Biografien hinter den Stolpersteinen auf dem Handy sichtbar werden? Wie können Biografien mit digitalisierten Adressbüchern, Zeitungen, Fotografien und weiteren Quellen verbunden werden? Konkret, wie werden hinter dem Stolperstein für den Dresdner Komponisten Arthur Schitz, der hier oben in Plauen gelebt hat und der nach Riga deportiert wurde, wie werden seine eindrucksvollen Bücher und seine Kompositionen, die alle hier in der Bibliothek sind, mit diesem Stolperstein verbunden? Wie können wir das jüdische Leben hinter den Stolpersteinen lebendig werden lassen? Wie können wir bei einem Rundgang durch Chemnitz über Daniel Flieg, den Vater des berühmten Schriftstellers Stefan Heim, mehr erfahren als nur die traurige Tatsache, dass er sich 1935 das Leben nahm? Wie kann das in den vielen Kommunen gesammelte Wissen dieser vorbildlichen Stolpersteine-Initiativen, an denen Einzelpersonen, Stadträte, Schulen, Kirchgemeinden mitwirken, wie kann dieses zahlreich gesammelte Wissen deutschlandweit, europaweit vernetzt und mit Quellen so angereichert werden, dass man Zeitreisen machen kann durch jede Stadt, beginnend vor der eigenen Haustür. Zu diesen und verwandten Projekten kann man schwärmen, aber es gibt eben auch viele praktische, technische, rechtliche, organisatorische, finanzielle Fragen. Wie steht es mit der Kompatibilität der Daten, der Nachhaltigkeit der Projekte, ihren Zukunftsperspektiven? Sind gute Digitalisierungsprojekte abhängig vom Wohl und Wehe engagierter Entwickler oder werden sie eines Tages Teil eines stabilen Netzes sein können? So kam die Idee zu dieser Tagung und die Zusammenarbeit von uns 9 Ausrichtern mit ganz unterschiedlicher Expertise. Die dritte Nachkriegsgeneration ist die Generation der Digital Natives. Sie will mit diesen Geschichtsquellen arbeiten, aber sie will mit ihnen im Internet arbeiten. Wie können wir also gemeinsam die Erinnerungskultur auch und gerade durch eine neue Qualität der Digitalität befördern, an der möglichst viele interessierte Bürgerinnen und Bürger mitwirken können? Unsere Tagung ist in Workshops gegliedert, um zu Werkzeugen und Methoden, zu Prioritäten bei der Quellendigitalisierung, zu digitalen Spielen, Social Media, digitalen Lehrmethoden, Erfahrungen, Ideen und Best-Practice-Impulse auszutauschen. Die Tagung hat ein ungewöhnliches Format, weil sie gezielt den Austausch zwischen sehr unterschiedlichen Akteuren befördern will.
Sie haben es ja vorhin gesagt, es sind fast 70 Institutionen und Initiativen ganz unterschiedlicher Couleur vertreten. Auf welchen Feldern können wir, auf welchen sollten wir enger zusammenarbeiten? Wie können wir zivilgesellschaftliche Projekte gemeinsam, vielleicht arbeitsteilig voranbringen und deren Nachhaltigkeit sichern? Kann man künftig neben dem Wissen auch Wissensinfrastrukturen öffentlich-rechtlich geschützt teilen? Mein Wunsch an diese Tagung, sie sollte ein Auftakt sein eines regelmäßigen Austauschs an verschiedenen Orten. Akademie der Wissenschaften mit dem Zeitmaschinenprojekt wäre auch zum Beispiel ein toller Ort. Also ein regelmäßigen Austausch zu Fragen digitaler Best Practice zwischen zivilgesellschaftlichen Initiativen, Gedächtniseinrichtungen, Gedenkstätten und Einrichtungen der historisch-politischen Bildung. Möglichst ein regelmäßiger Austausch, an dem alle teilnehmen können, die eigene Expertise mitbringen und dem Leitgedanken Wissen teilen, Menschen verbinden, Demokratie fördern, verpflichtet sind. Diese Tagung dient dazu, Institutionen und Initiativen in direkte Gespräche zu bringen, was trotz Corona ja zu gelingen scheint. Dafür bleibt im Alltag nämlich deutlich zu wenig Zeit und Raum. Wir sollten diesen Raum und diese Zeit aber organisieren, um gemeinsame Prioritäten und machbare Projekte zu identifizieren und wo immer möglich arbeitsteilig und kooperativ umsetzen. Dies ist alles zugegebenermaßen ziemlich viel für eine Tagung vorgenommen oder erhofft. Vielleicht viel zu viel auf einmal. Aber es kann ja ein ermutigender Anfang sein, denn gemeinsam sind wir stärker als allein. Diesen banalen Satz musste ich auch loswerden. Ich danke allen Partnereinrichtungen für diese unglaublich intensive gemeinsame Vorbereitung, auch gerade des Formates. Und Ihnen allen für Ihre Zeit und Ihre Mitwirkung, sowohl denen, die hier anwesend sind, als auch diejenigen, die uns über Chat und andere und über Streaming begleiten. Herzliche Grüße. Erinnerungskultur digital verstehe ich als gemeinsames, institutionelles und zivilgesellschaftliches Langzeitprojekt für mehr zeitgeschichtliches Wissen, mehr Medienkompetenz, mehr Informationssouveränität. In der nächsten Woche wollen wir die Organisatoren Sie anschreiben, um diese Tagung zu evaluieren und nächste Schritte zu überlegen. Bitte helfen Sie mit Ihren Antworten dabei mit, wie es vielleicht weitergehen könnte und sollte. Auch eine Publikation, Herr Löffler will sich da selbst auch engagieren, soll die Impulse festhalten und weitertragen. Nun darf ich den Staffelstab an den Fachmann endlich für Erinnerungskultur übergeben. Und dann, lieber Herr Pieper, vielen Dank, dass Sie jetzt zu uns sprechen. Herzlichen Dank, Herr Bürger, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Frau Stump. Herzlichen Dank, dass wir hier bei Ihnen zu Gast sein dürfen, liebe Gesine Mertens. Frau Stump, Sie haben freundlicherweise schon alle Kooperationspartner genannt. Ich schließe mich Ihrem Dank an. Das ist wirklich eine tolle Zusammenarbeit und eine sehr nette Kooperation. Den Teil lasse ich weg. Das reduziert meine Redezeit schon um die Hälfte bei der Vielzahl der mitwirkenden Institutionen. Einen Dank möchte ich trotzdem noch loswerden, nämlich an Herrn Professor Bürger und die Sächsische Bibliotheksgesellschaft für die Initiative, aber vor allen Dingen auch für Ihren unermüdlichen Einsatz mit viel Energie. Sie haben Themen, Institutionen, Personen hier zusammengebracht. Vielen Dank dafür und das Ergebnis sehen wir hier heute auf unserer Tagung. Wir haben gestern in der Frauenkirche die Auftaktveranstaltung gehabt, eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Digital macht Geschichte, wo wir bereits einige der relevanten Themen, die uns heute sicherlich auch in den Workshops beschäftigen werden, schon diskutiert haben. Die Rolle der Erinnerungskultur für unsere nationalen Diskurse, für unser nationales Selbstverständnis,
war eines der Themen. Wir haben nicht nur über Deutschland diskutiert, sondern auch mit Kolleginnen und Kollegen aus der Tschechischen Republik und aus Polen. Die Instrumentalisierung, der Missbrauch, der Machtmissbrauch der Erinnerungskultur für politische Zwecke in einer angespannten gesellschaftlichen Diskussion in den sozialen Medien oder auch sonst war ein wichtiges Thema. Und nicht zuletzt haben wir uns Gedanken über die europäische Erinnerungskultur gemacht. Gibt es sie? Wollen wir sie? Kann es so etwas überhaupt geben? Multiperspektivität, die Verschiedenheit der nationalen Diskurse, die eingebracht werden müssen in einen europäischen Diskurs, waren dort wichtige Themen. Und alles das natürlich unter der großen Frage, wie die Digitalisierung hier wirkt, welche neuen Chancen sie öffnet, welche Gefahren darin stehen. Auch Professor Bürger hat die Ziele und wichtige Themen unserer heutigen Tagung schon erwähnt, die Grundlage bilden für das, was wir hier heute machen wollen. Nun stellt sich natürlich die Frage, wie bringen wir all dies hier in anderthalb Tagen und in unseren 6 Workshops zusammen. Die Latte der Themen liegt hoch. Wir haben wahrscheinlich mehr, als wir diskutieren können. Aber ich wollte nur dafür werben, dass Sie nicht abgeschreckt sind. Denn ich glaube, der wichtigste Schritt, um uns mit den digitalen Herausforderungen unserer Erinnerungskultur auseinanderzusetzen, haben wir schon alleine dadurch getan, dass wir hier heute gekommen sind und diese Tagung haben. Wir haben relevante Akteurinnen und Akteure eingeladen zu den unterschiedlichsten Themenbereichen, die ihre Expertise einbringen können. Wir haben Diskussionsräume zur Verfügung gestellt, die wir anderthalb Tage haben, in denen wir uns austauschen können. Und wir bieten damit die Möglichkeit, genau diesen Austausch, diese Diskussionen zu führen. In den 6 Workshops gibt es eine Themenauswahl, die wir für relevant erachtet haben, die nicht vollständig sein kann. Aber wir werden dort von den Methoden, den technischen Voraussetzungen, den Bildungs- und Vermittlungskonzeptionen in Gedenkstätten und Schulen diskutieren, bis hin zu Spielen, sozialen Medien und dem Engagement der Zivilgesellschaft. Das bedeutet aber, dass es jetzt wirklich an uns hier liegt, die Möglichkeiten dieser Tagungen auch zu nutzen. Und darum heißt es ganz konkret, diskutieren Sie mit, gehen Sie in die Workshops, bringen Sie sich ein, berichten Sie von Ihren Erfahrungen, stellen Sie Ihre Fragen, mit denen Sie gekommen sind, die vielleicht auch andere teilen. Und nicht zuletzt haben Sie Ihre Visitenkarten bereit oder zumindest Ihr Telefon und knüpfen Sie Kontakte. Denn das ist eines der wichtigen Ziele unserer heutigen Konferenz. Sie ist auch ein Vernetzungsangebot für Initiativen, Institutionen und Persönlichkeiten. Wir wollen nicht nur unterschiedliche Perspektiven einholen und sie miteinander in die Diskussion bringen, sondern hoffen auch auf eine gewisse Nachhaltigkeit. Das heißt, Herr Bürger hat es schon gesagt, wir würden uns nicht nur freuen, wenn es vielleicht einmal eine Nachfolgekonferenz zu einzelnen zu vertiefenden Themen gibt, sondern sehr viel mehr würde uns noch freuen, wenn es gelingt, heute und morgen hier neue Verbindungen zwischen Personen und Institutionen zu knüpfen, die sich künftig mit den vielen offenen Fragen, mit denen wir sicherlich auch morgen hier rausgehen werden, künftig gemeinsam beschäftigen. Darum wirklich der Appell, ergreifen Sie die Chance. Hier sind viele interessante Leute gekommen, die vielleicht eine ganz andere Perspektive, einen ganz anderen Hintergrund haben als Sie. Nutzen Sie es, Kontakte zu knüpfen. Und wir hoffen sehr, dass daraus außerhalb sozusagen des inhaltlichen Inputs noch sehr viel mehr auch an Vernetzung hier in Sachsen geschieht. In diesem Sinne, damit bin ich auch zu Ende, wünsche ich uns allen gemeinsam eine gute Tagung. Vielen Dank. Der Workshop